Am Montag wurde der Chancenpreis 2011 verliehen, Landesrat Kögele. Wie kam es denn überhaupt zur Idee, einen Chancenpreis zu vergeben in Vorarlberg? Der Vorarlberger Landtag hat vor einigen Jahren ein Chancengesetz beschlossen und ein Teil dieses Chancengesetzes ist eine Folge davon, dass es eine öffentliche Kampagne geben wird und aus dieser öffentlichen Kampagne Chancen leben, ich bin dabei, ist der Chancenpreis hervorgegangen, der jedes Jahr ausgeschrieben wird. Welches Ziel steckt denn hinter diesem Wettbewerb? Hinter diesem Wettbewerb steckt der Begriff Chancen. Chancen sollen in den Mittelpunkt gerückt werden. Es gibt jedes Jahr einen besonderen Schwerpunkt, zu dem dieser Chancenpreis ausgeschrieben wird. Jetzt werden immer zahlreiche Einsendungen eingeschickt an die Landesregierung bzw. an den Chancenpreis 2011. Nach welchen Kriterien wird dann hier vorgegangen, um die Chancenpreisträger auszuwählen? Es gibt eine Reihe von Kriterien. Eines der Kriterien ist, dass die Einreichung eine persönliche sein soll. Ein zweites, dass sie berühren soll. Ein drittes, dass sie inklusiven Charakter haben soll. Jetzt waren ja heute über 150 Besucher hier Gast oder Zuschauer beim Chancenpreis, bei der Preisverleihung. Was hatten Sie denn für einen persönlichen Eindruck von der Veranstaltung? Mich hat die Veranstaltung sehr berührt, vor allem auch die Beiträge, die gezeigt wurden, das Singen, das Spielen. Und ich hatte insgesamt den Eindruck, dass wir auf einem guten Weg sind, aber auch noch einige Schritte zurückzulegen haben.